Ich gehe mal hier den Weg entlang. Mal gucken, es gibt bestimmt mehrere Stationen oder so, die man erreichen muss oder kann. Um Himmels Willen. Alter. The little girl in red came upon a crossroads. There she stopped and wondered, which way should I go? Up jumped the wolf and gave the poor girl a fright. Do not be afraid, I'm not gonna bite. One of these paths with danger is fraught, while the other one, most assuredly, is not. The little girl in red took a shortcut she knew, through a lovely field of corn, all covered in dew. But the field grew dark and full of despair, an eerie sense of dread filled the morning air. The girl heard the wolf yelling from afar. You have chosen poorly, you will not get far. Had you only learned how shadow and light intertwined on canvas, you could have chosen right. The little girl in red ran as fast as she could, her flowing dark hair tucked under her hood. But she quickly got tired, worn out by her flight, and succumbed to the darkness, never to see the light. Jetzt ist die Frage, hat sie sich das jetzt nur so gedacht? Oder hat er ihr das tatsächlich damals so gezeigt? Ah, okay. Wir haben wieder Licht. Ich bin so orientierungslos, das ist krank. Genau, das ist richtig krank. Und Warshadow, nein, das wäre nicht lustig. Ist das hier Feuer, Holz oder was? Wo laufen wir denn hin, um Himmels Willen? Kommt der Baum her. Ich glaube, das soll das Ende hier irgendwie. Ja, da. Ja, ja, ist ja gut. Alter! Die war zu schnell für uns, leider. Okay, pass mal auf. Hier ist der Hund lang gegangen. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, ne? Der Köter. Hier sind wir lang. Ich will gerade nochmal in diese Richtung hier irgendwie. Der Ente hinterher. Ich höre doch schon wieder Dinge. Die Entenspuren hören auf. Warum hören die hier auf? Folgen wir einfach dem Weg, weil ich. Was ist das? Sieht das aus? Aha. Hier scheint doch was zu sein. Your dad took it. Ich kann nichts machen damit. Echt jetzt? Hat uns jetzt einfach mal die Schlange schon wieder über den Haufen gerannt. Okay, pass auf. Geh mal geschwind hier lang. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier waren eben. War das der erste Weg? Kann sein, ne? Ja, okay. Alter, diese. Wer macht denn sowas? Das ist total krank. Okay, pass auf, der Hund. Hundespuren hier. Verpiss dich, ey. Okay, willkommen im Kinderzimmer. Also irgendwie was in der Richtung. Kommt bestimmt jetzt. Weil hier schon die kleinen Pferdchen sind und halt. Ein Baumhaus, geil. Und die ganzen verkackten Scheißäpfel. Boah, müssen wir hier hoch? Oh Gott, es geht. Ich will das nicht.
Ich kann hier... Was? Von wo? Alter, was? Der war schnell. Wo? Ich kann mich auch nicht weiter umdrehen, geht nicht. Verdammt, Alter, ich höre Dinge und... Alter, guckt euch den an, ey. Alter. Der fällt den Baum. Der fällt... Fick dich! Alter. Alter. Alter, was ist hier los? Hier, Alter. Das ist total krank. Alter. Okay, der Baum ist weg. Tatsächlich, ich nehme mal wieder den Stift. Einfach, weil wir es können. Are you trying to annoy me? Ja, so this sieht's aus. Not what I've taught you. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Stell dich mal nicht so an. Wir gehen trotzdem mal hier weiter, wo das Baumhaus hätte stehen sollen. Okay, geht nicht weiter. Hier geht's aber durch. Ja, halt. Komm bestimmt wieder zurück jetzt automatisch. Warte, hier ist noch was? Hier, ach, das sind wieder die Hundespuren. Geht's jetzt wieder zum... Ja, okay. Wir müssen wieder zurück. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Alter. Warum ist der Typ so? Wir können jetzt auch nicht mehr zum Pinsel wechseln. Geht nicht mehr. What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Hm. Okay, pass mal auf. Ich habe in den das einzige, was ich kenne, ist halt logischerweise der Trailer. Und da sagt er, wenn dieses Bild kommt, irgendwas von wegen, mach aus dem Gras oder aus den Bäumen doch schöne Blümchen oder Lollipops oder irgendwie sowas, sagt er. Deswegen, ich kann es sein, dass wir den nehmen müssen. Are you ready to embrace true art? Nee, eigentlich nicht, aber sonst geht's hier nicht weiter. Oh, the summer trees. So green and vibrant, full of life. But also young and inexperienced. Ach, was, Alter. Let's try to find them a more poignant season. Where they're wiser, have some stories to tell. Ja. Das können wir gerne tun. Ich fänd's schön, wenn die Wände sich endlich mal schließen würden hier. Was ist das? Farbe. Müssen wir jetzt mal unter Silien suchen. Was? Ja, Kelly. You're doing so well. Jetzt die Frage, in welche Richtung wir gehen. Was? Warum Hund? Dürfen wir hier nicht lang? Doch. Geht. Okay, wir... blaue Farbe, grüne Farbe. Gehen wir ein bisschen schneller. Das geht nicht. Hier ist nichts. Rote Farbe. Wir können es immer austauschen. Alter! Ich hab mich gerade voll vor dem scheiß Köter erschrocken. Dabei war das unser eigener. Ich dachte, der tut uns was, ey. Diesen halb aufgestellten Wänden, das ist echt. Ja, wieder.
schon ein bisschen beängstigend. Fliegende Kerzen. Geil, irgendeinen Bug muss man ja finden. Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf Zeit oder so. Ich will erstmal gucken, weil die Musik gerade echt laut wird. Noch eine fliegende Kerze. Aha. Hundi? Hallo? Jetzt ist die Frage, nehmen wir Pinsel, weil ihm das gut gefällt? Oder, nehmen wir doch die Wachsmalstifte, obwohl wir das nicht sollen? No, put that down. You are doing so well. Weil ich den Typen nicht leiden kann, auch wenn er uns vielleicht unaussprechliche Dinge antun wird im Laufe des Spiels, ich habe keine Ahnung. Wir legen es drauf an. Weil der Typ ist kacke. You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Ja, Kelle. Rebellion. Genau. Ja, toll. Was sind das für Spuren hier? Ich will es gar nicht wissen. Keine Spuren, Hundespuren. Sind wir hier schon jetzt langgelaufen? Das sind das neue Spuren, ne? Das war doch vorhin nicht da. Ja, das ist was Neues. Ich guck gar nicht hin. Okay. Oh. Ha? Naja. Alter. Ja, natürlich mache ich es absichtlich, du Typ. Was glaubst du denn? Aus Spaß bestimmt nicht. Hat er uns die Farbe gegeben. Okay, Das war der Wolf. Okay. There. I hope you're satisfied with yourself. Ja. Stop crying. We'll pick this up tomorrow, and I swear to God, I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. Es ist schon hart. Es ist echt hart. Und wir sammeln... was ist das? Y-Pink. Genau, das kennen wir ja auch. Ja, hier hat es bei der Mal-Nachhilfe sozusagen angeschnauzt. Und das haben wir wieder eingesteckt. Das nicht, aber das andere. Okay. Und wahrscheinlich sammeln wir jetzt alle Dinge. Jetzt hier. Im Atelier, wo wir vorher auch die anderen Sachen gesammelt haben. Sehr geehrter Herr, in meinem Beruf gewöhnt man sich daran, alle möglichen Briefe zu bekommen. Fantastische Briefe von gescheiterten Autoren, Drohbriefe von beleidigten Lesern. Ich glaube, man könnte sagen, das ist so im Leben. Ist so eben im Verlagswesen, meine Güte. Doch in den letzten 20 Jahren als Herausgeber habe ich noch nie so etwas wie Ihre jüngsten Briefe gelesen. Obwohl ich immer versuche, Ruhe zu bewahren, fällt es mir angesichts ihrer kontinuierlichen und immer enthusiastischer werdenden Briefe immer schwerer, auf höfliche Art zu antworten. Lassen Sie mich daher schmerzhaft klar sagen, der Verlag Marshall and Waters ist stolz auf seine vielen Publikationen, insbesondere auf seine hochgelobten Enthüs. Unsere Belegschaft aus geachteten Akademikern.
arbeitet unermüdlich daran, unseren Lesern die aktuellsten Informationen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bieten. Leider haben ihre Entdeckungen nichts mit echter Wissenschaft zu tun und beweisen die visuellen Referenzen, die sie uns zukommen ließen, überhaupt nichts. Auch wenn sie es aus rein künstlerischer Sicht beeindruckt sind. Alter, ich bin zu doof zum Lesen gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es tut mir leid. Ehrlich gesagt haben sie sich ihre ständigen Versuche, die Ratte neu zu definieren und ihre wahre bösartige Natur aufzudecken, aus einfach nur ermüdeten Tiraden in tiefsten beunruhigende Hirngespinste verwandelt. Das kann ich wohl bestätigen. Falls dies ein fehlerhafter Versuch war, Aktionskunst zu betreiben, muss ich Ihnen sehr schlechten Geschmack bescheinigen. Falls es jedoch Ihr voller Ernst war, bitte ich Sie dringend, professionelle Hilfe aufzusuchen. In jedem Fall möchte ich mir hiermit jedes weitere Schreiben von Ihnen verbieten. Hochachtungsvoll, der olle Marshall. Krasse Sache. Also er hat tatsächlich völlig den Verstand verloren. Also Realität vollkommen ausgeschaltet, ausgebremst. Hallo. So. Ja, toll, hat sich echt gelohnt. Nope. Ziemlich straff, würde ich sagen. Achso, ja. Hier war die Farbe, hier war das, hier war tralala. Hier ist jetzt erstmal nix. Gut. Hier ging's runter in den Keller. Keller ist natürlich offen. Keller oder hoch? Ich würde sagen, diesmal gehen wir in den Keller zuerst. Letztes Mal sind wir erst hochgegangen. Natürlich sind auch sämtliche Schalter weg. Jetzt gehen wir mal erst in den Keller. Fick dich. Oh, Jason. Okay. Im Keller. Was war denn hier passiert? Ah, ja, genau, die Möbel sind angefangen rumzufliegen. Sonst war hier nichts Spezielles gewesen. Und noch eine Erinnerung. Ah, geil. Nicht geil. Ich nehme alles mit. Okay. Yes, that's it. Was haben wir denn gerade aufgesammelt? Um Himmels Willen. Das war es nicht, das lag eben schon da. Wir haben irgendwas haben wir eingesteckt. Gut, die Mutti, ja, die hat ja hier bei einem schweren Brand. Warte mal, wer hat denn jetzt am Klavier gesessen und gespielt? Die Tochter doch nicht, war doch viel zu groß. Komisch. Ist aus dem Rollstuhl gefallen und gekrochen. Nein, das ist nicht witzig. Okay. Ich glaube, hier geht auch sonst nichts. Was? Achso. Ah, guck mal. Hier ist... Na, lass mich hier durch. Mann. Lieber Herr und Frau Kirkstein, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Was? Gebt sie mir zurück. Mit freundlichen Grüßen. Herr und Frau Kirkstein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Jugendamt, Pflegefamilie, richterlicher Beschluss, was? Weiß ich was. Na gut. Geh mal wieder hoch. Hi, Kid. Schön, dass du wieder da bist.
Okay, dann gehen wir jetzt tatsächlich nach oben.